In dieser Jahreszeit hat André Koffmehl Nummer 1 im Kopf, den singenden Christbaum. Die Idee für den Singing Christmas Tree, der immer ab November auf dem Zürcher Wertmühlenplatz daheim ist, kommt ursprünglich aus Amerika. Dank André Koffmehl ist dieser Event in den letzten 15 Jahren zu einem besonderen Vorweihnachtsbrauch geworden, wo ganz viel Herzblut drin steckt. Claudia Rothlin. Energie, die ich das ganze Jahr brauche für andere Sachen. Es ist für mich total berührend. Ich muss mich immer beherrschen. Wie manche auch sagen, die Tränen stehen zuvor vorne, weil es bewegt immer so. Und darum habe ich eigentlich, für mich ist es eine innere Freude. Und wenn ich das sehe da und erlebe, ist das die schönste Energie. Ja. Und Energie braucht André Koffmehl. Jeden Tag ist er 6 Stunden im Einsatz für den Singing Christmas Tree. Am Nachmittag um 4 Uhr geht es los. Der Kinderchor vom Musikkonservatorium Zürich, Abteilung Glattal und der Jugendchor Pfannenstiel kommen an. Sie kommen den grünen Poncho und rote Kappe, Schal und Händchen über. Die Uniform ist aber nicht das Einzige, das organisiert werden muss. Wir haben natürlich jeden Tag Verpflegung. Also wir haben das Getränk für die Kinder in der Pause. Wir müssen Garderobe respektive Kantine sicherstellen. Wir müssen alles bereinigt haben. Denn wenn es regnet, tauschen wir Kappen austauschen, Poncho austauschen, Halstücher, damit sie dann trocken haben. Darum hat André Koffmehl noch 10 Helfer. Während die Kinder einsingen, geht er zum Wertmühlenplatz und verwandelt sich selber. Auch wenn an den Wochenenden und kurz vor Weihnachten Erwachsenenchöre auftreten. Am André Koffmehl liegen vor allem die Kinder am Herzen. Sie sollen ein tolles Erlebnis haben. Die musische Erziehung kommt seiner Meinung nach nämlich zu kurz. Wir haben schon kantonale Unterschiede. Im Welschen und in jedem Schulhaus gibt es einen Chor. Bei uns ist das nicht mehr da. Das Singen ist einfach nur noch für arme Leute. Man sagt, ja, wer singt, der ist einfach irgendwo ein bisschen, ich sage jetzt ganz übertrieben, behindert. Und das Erlebnis, das man da kann wecken, das ist einmalig und darum machen wir es auch. Hast du denn selber auch irgendwie einen Chor-Background? Ja, ich bin musikalisch erzogen worden. Wir haben es sehr aktiv gemacht in unserer Familie. Ich spiele auch heute noch Trompete, klassisch, spiele Klavier. Nicht mehr so stark wie früher oder beschränkt. Aber grundsätzlich war Musik in der Erziehung bei uns einer der wichtigsten Teile gewesen. Heute ist der Singing Christmas Tree ein etablierter und gut besuchter Anlass. Die Chöre bewerben sich schon rund ein Jahr vorher um einen Auftritt. Das war nicht immer so gewesen. Wo wir angefangen haben und Leute gesagt, wir haben eine 7 Meter hohe Pyramide. Dann habe ich gesagt, du kannst nicht singen. Wieso soll ich da so hoch oben etwas machen? Ich gehöre nicht meinen Nachbarn. Normalerweise ist es ja eine Bühne. Und wir haben ganz, ganz harte Zeiten gehabt. Da haben wir vielleicht etwa 10, 15 Übungen haben wir können, decken. Aber heute ist ein riesen Run. Heute weiss jeder, es funktioniert. Wir haben auch bescheiden angefangen. Wir haben fast keine richtige Tonanlage gehabt. Wir haben probiert, mit bescheidenen Mitteln etwas zu machen. Aber heute sind wir so high-tech, dass wir wirklich das Chor-Erlebnis auf dem Baum zeigen kann. Nicht nur die Chöre waren skeptisch, auch die ursprünglich finanzielle Unterstützung ist immer dürftiger geworden. Der André Koffmehl hat aber nicht aufgegeben und mit Hilfe der Stadt Zürich ist dann noch der Markt entstanden, der den in Christmas Tree finanziert. Jedes Jahr erlebt er besondere Momente, so wie der vom eher ungeübten Chor, der in der Pause wegen dem Regen das Klavier verloren hat und ohne Begleitung nicht konnte weiter singen. Dann habe ich mich umgekehrt und gesagt, ist jemand da mit einem Instrument auf dem Platz? Und dann sind zwei gekommen, die in die Gigastunde gegangen sind, in die Probe. Und dann habe ich gesagt, ja, wir haben den Giga da. Und gesagt, okay, da raufkommen. Und die haben dann die Kinder begleitet. Und das war so ein irrsinniger Effekt gewesen. Die Kinder mussten dann alle leise singen, weil ich gesagt habe, hey, es ist nur ein Giga, es ist kein Klavier. Und am Schluss war es ein Applaus gewesen, wie wenn die Schweiz gegen Brasilien gewonnen hätte nach jedem Lied. Die Stimmung vom Publikum und Sängerinnen und Sänger schwappt immer wieder auf den André Koffmehl über. Darum denkt er nach 15 Jahren noch lange noch nicht aufhören. Wie lange machst du jetzt noch Singing Christmas Tree? Ewig. Nein, es ist schon das Problem, jemanden zu finden, der das gleiche, den gleichen Enthusiasmus hat wie ich, weil es ist Herzblut. Aber ich bin jetzt 65, ich kann noch etwa 10 Jahre zu gut.